Sam, fang du mal an, wir kümmern uns hier um das rote Tuch. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, euch liegt ein Antrag vor aus einer Arbeitsgruppe, die nach einer Kreisvorsitzendenkonferenz einberufen wurde. Im Auftrag der Kreisvorsitzendenkonferenz haben sich an der Erarbeitung dieses Antrages Sascha Krämer, Per Jürgens und ich sowie Karin Heckert, aber auch der Landesvorstand und auch der Landesausschuss beteiligt. Dieser Antrag, der uns hier vorliegt, ist ein Ergebnis aus einer monatelangen Debatte, die geführt wurde in den verschiedenen Gremien. Und deshalb gleich am Anfang, weil natürlich in den Gesprächen vorher, vor diesem oder heute, aber auch in den letzten zwei Tagen, liebe Genossinnen und Genossen, es geht hier nicht darum, irgendwelche Kandidatinnen und Kandidaten oder jetzt schon Abgeordnete zu bevormunden oder ihnen irgendetwas vorzuschreiben. Es geht auch nicht darum, die Freiheit des Mandates einzuschränken, sondern es geht darum, Klarheit zu schaffen für die Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch für die Partei, die die Kandidatinnen und Kandidaten ja aufstellt. Klarheit zu schaffen, eben vor der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten. Und deshalb hier eben ganz klar auch gemacht werden muss, dass das natürlich dieser Antrag in erster Linie auch natürlich für Bundes- und Landtagskandidaten gilt, aber eben auch auf die kommunale Ebene runtergebrochen werden kann, liebe Genossinnen und Genossen, kann. Deshalb haben wir hier diesen Antrag gestellt. Er zeigt ganz deutlich, dass natürlich sind hier verschiedene Dinge auch schon beschlossen durch die Landessatzung. Natürlich, ich weiß, für viele von uns ist alles, was hier drin steht, Konsens. Aber die Realität der letzten Jahre hat eben gezeigt, dass manches eben nicht Konsens zu sein scheint. Wir denken an verschiedene Debatten aus dem Jahre 2009, kurz nach den Landtagswahlen. Wir denken an verschiedene andere Debatten, die wir geführt haben. Und ich glaube, wir brauchen hier Klarheit. Wir brauchen hier Klarheit für die Abgeordneten, dass eben nicht so etwas passiert wie in der letzten Zeit. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich das auch ganz deutlich sagen, wir können selbstbewusst genug sein als Partei, auch etwas zu erwarten und sich nicht nur etwas zu wünschen. Es geht hier natürlich darum, dass wir etwas erwarten und ganz klar, es wird keine Parteipolizei eingeführt werden und auch die Freiheit des Mandates wird dadurch nicht eingeschränkt werden. Es ist einfach nur klar, dass hier jeder weiß, worauf er sich einlässt. Dass jeder weiß, worauf er sich einlässt als Kandidat und eben nicht Missverständnisse ja zum Teil vorkommen. Und deshalb, man muss einfach wissen, woran man ist. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt es hier vorzuliegen. Es ist Ergebnis einer monatelangen Debatte. Und ich bitte euch, diesen Kriterien hier zuzustimmen, damit Klarheit herrscht. Und habt einfach den Mut, hier etwas zu beschließen. Und seid euch sicher, seid euch ganz sicher, wir haben hier kein Misstrauen gegenüber Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben hier, wie gesagt, keine Bevormundung vor oder wir haben hier auch nicht vor, die Freiheit des Mandates einzuschränken, sondern hier geht es einfach darum, dass wir Erwartungen formulieren an unsere Kandidatinnen und Kandidaten und dafür diesen Antrag hier beschließen wollen vom Landesparteitag. Vielen Dank.